Hallo zusammen, ich bin hier in Düsseldorf ein bisschen shoppen und ich dachte, ich nehme euch mal alle mit. Einen Shopping-Trip mit mir, Misty Scatterbrains. Hallo. Und Lil Gracie. Hallo. Und ja, falls ihr mal mit mir ein bisschen durch Düsseldorf bummeln wollt, dann guckt euch das Video an. Und wir sind gerade in Japantown hier quasi, also Oststraße, Immermannstraße war das? Genau. Und wir wollten jetzt unbedingt in diese, wie heißt diese Box zum Fotos machen? Purikura. Wie? Purikura. Purikura, okay. Box gehen und Fotos machen und... Okay, kommt mit. Wir sind gerade in einem japanischen Laden. Hier gibt es ganz viel japanisches Zeug. Auch was zu essen. Und ich glaube auch Zeitschriften, ganz viel japanische. Das gucke ich mir mal an. Die werde ich zwar nicht verstehen, weil ich kein Japanisch kann oder so. Also voll lustig irgendwie. Und Mangas gibt es, aber alle nur in Zeichensprache, die ich nicht verstehe. Guckt euch das an, das ist das Hello Kitty Paradies hier. Ich fühle mich wie in Japan, wirklich. Was ist das? Guck mal, Lippenstift. Ist das Lippenstift? Sieht aus wie Spielzeug. Ist ein Pulli. Ach so. Ah, oh, das ist geil. Oh, wie süß. Man muss ja die Preise angucken. Okay. Okay, hier werde ich definitiv Geld lassen. Okay. So, und hier stehen die ganzen Mangas. Aber auf Japanisch, Koreanisch hast du nicht gesehen. Regale voll. Und hier ist dieser Fotoautomat. Original japanisch. Wir mussten gerade unsere Euro in Yen umtauschen, weil dieser Automat nur Yen annimmt, also die japanische Währung. Und ja, darin wollen wir uns jetzt mal fotografieren lassen. So Leute, so sieht es in diesem Automaten aus, in dieser Box. Greenscreen. Und ja, hier werden gleich die Fotos geschossen, dort angezeigt, ich glaube dort auch. Bin ja gespannt, was wir jetzt... Ich habe vergessen, hier reinzugucken. Das habe ich nämlich am letzten Mal. Ja, das ist auch ein bisschen irritiert. Ich will das große Ding da reingucken. Okay, los geht's. Wir haben hier unsere Fotos jetzt hier bearbeitet. Und hier unten kommen sie raus und wir sind ganz gespannt. Excited! Excited! Ich mache jetzt nichts, ne? Lieber nicht mehr. Das sind jetzt die Fotos. Und die werden wir jetzt zerschneiden. Die sind voll süß geworden. Voll lustig. Wir sind jetzt auf dem Weihnachtsmarkt und wir essen jetzt, wie heißt das, Kartoffelteig? Peruanische Kartoffeln. Peruanische Kartoffeln, das ist so ein Kartoffelteig mit verschiedenen Füllungen. Du hast was drin? Ich habe Schinken, Käse und Mais. Schinken, Käse, Mais, ich habe Rinderhack. Und ich habe Schrimps. Schrimps. Ja, dann lieber so Kraut. Wir sind jetzt hier bei Inglot, das ist wohl die neue Trendmarke aus Polen. Und gerade waren wir auch hier im Schnitzler in der Parfümerie. Und dort gibt es auch Burberry. Allerdings haben die Farbe nicht, die ich haben wollte, vom Lippenstift her. Naja, jetzt gehen wir mal ins Inglot. Kann ich ja meine alte Seele sagen, die soll was mitbringen. Was mir gefällt, sind hier diese Creme Blushes. Sieht ganz nett aus. Hier sind Puder Blushes. Ganz viele Farben. Nicht schlecht sieht das hier aus. Soll ja so MAC-mäßig sein. Das polnische MAC. Hier sind die Lidschatten. Und da hinten sind diese Paletten, die begehrten Magnetpaletten. Hier sind die Lippenprodukte und ich finde das hier echt schön. Dieses Lip Paint nennt sich das. Und das ist die Farbe 68. Das ist echt eine schöne Farbe. Bin ich drauf? Ja. Also wir sind jetzt im Starbucks und ich habe noch nichts eingekauft. Ungewöhnlich. Shoppen mit Chrissy, nur ohne Shoppen ist das. Und ja, wir sind gerade im Starbucks und wir ruhen uns ein bisschen aus. Wir können nicht mehr wie alten Frauen. Und danach wollen wir noch Yankee Candles, oder? Ja. Wir sind gerade auf der Shadowstraße in Düsseldorf. Hier haben wir auch ein bisschen Weihnachtsmarkt-Flair. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Karstadt, weil dort ist eigentlich eine recht große Auswahl an Yankee Candles. Ich habe nicht vor, mir was zu kaufen. Ich habe mir bis jetzt noch gar nichts gekauft, aber mal schauen. Guck mal, Leute, was ich gefunden habe. Wir sind gerade im Gina-Trikot. Und hier habe ich so ein Set gefunden mit einer roten Wollmütze plus Schal für nur 14,95 Euro. Voll in Ordnung. Es hat mich ja so viele nach einer roten Mütze gefragt und hier bei Gina Trikot gibt es sowas. Kann man auch online bestellen, soweit ich weiß. Und hier sind wir im Yankee Candle Paradies und die haben hier in Karstadt eine riesen Auswahl. Guckt euch das mal an. Also wenn ich daran denke, wie wenig Italia ist. Und da ist schon die alte Grace, die kann ich mir, die ruht sich da hinten aus. Ja, die haben hier ganz, ganz viel. Voll heftig.
Was? Ach ja, das ist die Mango-Salsa-Kerze, ja, ne? Genau. Mango-Peach-Salsa, das ist meine Lieblingskerze von den Kindern. Ich habe tatsächlich was gefunden, ich habe tatsächlich was geholt. Jetzt kommt mein XXL-Haul, ja. Ich habe bei Gina Tricot ein T-Shirt gefunden und zwar ein Sushi-T-Shirt. Weil ich liebe ja Sushi und da gab es halt für 9,95 Euro, glaube ich, ein Sushi-T-Shirt. Yay! Das war jetzt nicht die richtige Jahreszeit für T-Shirts, aber egal. Und dann habe ich mir ein Arizona-Eistee geholt. Green Tea Pomegranate, meine Lieblingssorte. Und um den XXL-Haul zu beenden, habe ich endlich was gefunden, was ich schon lange, lange suche. Dreimal dürft ihr raten. Yes! Von Catrice, den neuen Heidi Plum. Und der ist richtig schön. Wenn ich es aufkriegen würde. Da! Voll die schöne Farbe. Ich will auch. Wer kann mal swatchen? Swatch mal. Auf meine Hand. Das ist der. Ja, von Nahen ist, glaube ich, unscharf. Ja. Ja, so ist das. Und weil der ist ja irgendwie nicht überall in Deutschland draußen. Da muss man irgendwie 1000 Jahre lang warten. Ja, und das war mein XXL-Haul. Es hat sich gelohnt, in Düsseldorf zu shoppen. Nein, ich habe heute irgendwie nicht so viel gefunden. Ich weiß auch nicht, warum. Und was machen wir jetzt? Weiß nicht. Ich muss noch Geld abgeben. Richtung Altstadt, ja. Ja. Genau. Okay. Okay. Tschüss. Guck mal, was wir im Karstadt noch gefunden haben. Ich wusste gar nicht, dass es das hier gibt. Hier gibt es Gosh Make-up. Guck mal. Das ist doch so eine Marke. Ich wusste gar nicht, dass es die überhaupt in Deutschland gibt. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Genau, hier halbe gibt's auch Frisbee-Scheiben. Halbe Frisbee-Scheiben gibt es hier auch. Voll cool. Ich habe auch schon einen Nude-Lippenstift geswatcht. Hier, was für Erna. Der ist sehr, sehr blass und sehr, sehr, ja, wie sagt man? Leberwurstmäßig. Leberwurst, geil. Ja. Stimmt. Ich guck mich jetzt mal um. Vielleicht finde ich ja doch noch ein bisschen mehr zum Shoppen. So, bei Gosh habe ich mir jetzt nun auch nichts gekauft, aber dafür ist meine Hand ganz schön voll geswatcht. Und jetzt ziehen wir uns noch ein paar Churros rein. Die werden hier frittiert. Holst du dir dazu noch eine Soße oder so? Nee, ich habe nur Zimt und Zucker. Zimt willst du mal Zucker probieren? Ich probiere jetzt mal, ja. Du kannst ja auch so ein Stück abreißen. Und das war's auch schon mit meiner Shopping-Tour für heute. Wie gesagt, irgendwie habe ich heute gar nichts gefunden. Egal, dafür habe ich Geld gespart, ist ja auch gut. Ich hoffe, trotz des Shopping-Mangels in diesem Video hat euch das Video trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss!